Koffer schon gepackt, zu Hause. Bisschen geweint. 700 Mails in der letzten Stunde kontrolliert. Dann ist es soweit. Sie haben Burnout. Wie 40 Milliarden Deutsche. Professorin Miriam Meckel, meine Damen und Herren, hatte auch Burnout. Und sie hat die richtige Konsequenz gezogen. Sie zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Den Anfang macht ein vierseitiges Spiegel-Interview. Dann noch ein paar Talkshows und dann ein Buch. Und dann aber erstmal Pause in der Öffentlichkeit. Burnout kann die Hölle sein. Wir wären nicht das Verbrauchermagazin hier auf Sat 1, wenn wir sie nicht warnen würden. Meine Damen und Herren, die Nation spricht darüber. Hier ist unser Report. Das Buch zur angesagten Trendkrankheit. Miriam Meckel über Burnout. In 678 Interviews und 465 Talkshows erzählt Miriam Meckel, wie man lernt, kürzer zu treten. Sehen Sie Miriam Meckel bei Tiere suchen ein Zuhause und bei Kunst und Krempel. Natürlich auch bei American Chopper. Und jetzt live bei Harald Schmidt. Guten Abend. Da draußen ist nichts. Bäume, Schnee, der die Hügel bedeckt und weiter vom Himmel fällt. Während ich esse, finde ich mich ganz schön laut vor dieser Stille da draußen. Es knirscht, kracht und schäumt in meinem Mund und ich bin mir selbst eine Lärmbelästigung. Sonst höre ich das nie, weil bei mir immer Musik läuft. Wenn genug Außengeräusche da sind, werden die Geräusche in meinem Innern überlagert. Jetzt höre ich sie gnadenlos. Schön klingt das nicht, aber wahrscheinlich klänge es für Außenstehende anders als für mich. In mir hallt das Knirschen und Krachen wieder und findet einen besonderen Resonanzraum. Draußen kommen sicher nur leichte Essgeräusche an. Aber das kann ich nicht überprüfen. Ich kann ja nicht aus mir heraus, um mir von draußen zuzuhören. Ich bin akustisch in mir selbst gefangen. Das war Miriam Meckels Burnout Live. Und als kleines Giveaway das T-Shirt zur Burnout Tour. Vorne so und hinten mit den Daten. Mein Abschied aus der Öffentlichkeit.